über 4 Jahre, glaube ich. Aber das war ziemlich gut. Ja, das war eigentlich immer nur ein Arbeitslaptop. Achso, ja dann. Aber früher waren die Und Laptops auch alle viel teurer irgendwie. dieser, nun ja, der hat auch schon einen kleinen Unfall. Das hat ihm sein Bildschirm gekostet. Aha. Mein Vater hatte mal auch einen Rechner, das war ein Dell, der hatte immer hinten im Auto stehen. Also hinter seinem Sitz. Und dann ist er einmal voll mit dem Stuhl zurückgefahren und dann hat er den ganzen Bildschirm Arsch gemacht. Oh. Ja, ich bin dann mit die Treppe runtergestolpert. Ja, ich wollte noch so gucken. Hey, was gibt's denn Neues im Internet? Und dann so stolper ich, fliegt er mir so aus der Hand. Und ich knall voll mit dem auch mit der Faust so drauf. Also mit dem Ach so, ja. Gelenk, besser gesagt. Hey, ich habe gerade einen Diamanten in der Kiste gefunden. So, verdammt, jetzt bin ich zu weit gesprintet. Nein, das war kein Problem, das Stück hier. Ich mag das, wenn man auch wenn man irgendwo zugeht bei einer Adventure Map und der kann da so durchrushen, so in einem. Verdammt. Nicht so wie ich jetzt hier halt in einem Zug wirklich durchspringen, das finde ich cool. Aber wenn ich auch scheiße finde, ich habe ja hier auch schon oft gecheatet, aber manche übertreiben es ja wirklich, die fliegen einmal runter und tun dann halt schon gleich wieder hinfliegen. Es ist zwar da nicht so langweilig, aber Ja. so jetzt den Sprung geschafft. So und okay, das ist nicht wirklich ein Problem. Und Ach, was ist hier? erinnerst du dich noch, als wir auf Tobis Server so Fallvorstellungen machen wollten? So, ja. Ich habe davon noch ein Bild. Echt? Ja, als Hintergrundbild ist mir nie so richtig aufgefallen, weil mein Bildschirm ein bisschen voll ist. Wo muss ich denn hier hin? Ich glaube darüber. Verdammt, den Sprung packe ich nicht. Boah, hier habe ich noch meine ersten Versuche, hier ein eigenes Texturenpack zu machen. Ja, ganz am Anfang bei Minecraft, wo ich angefangen habe. In der frühen Beta, da gibt es diesen Ultimate Fist Mod, wo man halt die ganzen Diamanten nehmen muss und dann zwei Ledern kriegt und so einen Handschuh, der nicht kaputt geht und der alle Blöcke One Hit macht. Ich habe probiert und probiert, diesen hässlichen Mod zu installieren. Es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, irgendwann habe ich es da mal hingekriegt. Bei mir war's so. Ich habe mir mal so im Internet so geguckt und habe ich gesehen, da gibt's so einen Flugzeugmod, den wollte ich unbedingt installieren. Habe ich alles probiert. Dann habe ich mal einen Kumpel gefragt. Ich habe ihm irgendeinen Schrott gemacht, als er mir seine Punktmarke gesendet hat. Ich habe es nie hinbekommen. Und dann irgendwann so. Ach, da installiert man Mods. Yes. Ich habe nämlich versucht, immer auf diesen Minecraft-Datei, auf diesem Bild, da das irgendwie reinzuziehen. Also, ja, ich hab schon mal richtige Tutorials angeguckt. Ich habe es aber trotzdem nicht gerafft. Aber ich habe gerade wieder eine Kiste mit Diamanten gefunden und bin in der Zeit, wo du gelabert hast, viel weitergekommen. What? Jump onto the large platform. Wenn es sein muss. So. Oh mein Gott, was habe ich hier als Papierkorb? Ich hatte ja ziemlich viel, aber das meiste war noch gar nicht so alt. Es war alles nur Zeug von Mod-Vorstellungen und sowas. Wo ich übrigens auch mal da eine machen könnte. Weil die Videos sind nicht schwer. Suchst dir irgendeinen Mod aus, guckst bei YouTube nach einem Mod oder gehst auf die Minecraft-Forum-Seite und tust einfach mal das Register durchblättern. Irgendein Mod, der dir gefällt und anderen vielleicht auch gefallen könnte. Tust du Ja, einfach. ich habe ja mal von einem so eine Mod-Vorstellung gemacht. Ja. Und ich sag mir auch immer, ja komm, mach's jetzt einmal, aber dann merke ich, ach, shit, ich muss ja noch was anderes machen. Zum Beispiel
Informatik habe ich ja und dafür muss ich extrem viel lernen. Habe ich nicht. Ich habe so ein scheiß ITG, das ist so ein Dreck. Das ist erstens total langweilig und zweitens bin ich ganz runtergefallen. Und was muss man da machen? Ach, so ein... Als allererstes hatten wir da, wie man ein Word-Dokument macht, ja, in der fünften. Dann hatten wir mit so einem Mindmap-Programm, das wirklich... Da gibt es auch von Google Chrome so komische Apps. Ja. Da ist wahrscheinlich so ein Mind... Da gibt es, glaube ich, auch so ein Mindmap-App. Oder da ist jedes Gammel-Mindmap-Programm besser, wie das, was wir in der Schule hatten. Und dann mussten wir das da machen. Dann hatten wir dann PowerPoint. Jetzt hatten wir DynaSys, das ist sowas mit Wahrscheinlichkeitsberechnung und so eine Scheiße. Und jetzt kommen wir nächste Stunde endlich mal zu irgendwas programmieren, was wahrscheinlich dann auch wieder in irgendeinem Rotz enden wird, weil unser Lehrer da echt keine Ahnung hat. In der sechsten war ich da Medienordner, weißt du? In Klasse, halt immer so. Und ja, Medieneinweisung, okay. Ich gehe hin. Erstmal der geile Lehrer hat natürlich voll drauf hier Beamer, wenn man anschließt, geht da manchmal so ein Timer von 5 Minuten runter. Nach den 5 Minuten geht er auf Standby, weil er kein Signal hat. Ja, 5 Minuten, ja, wir müssen nach 5 Minuten warten, dann kommt nach 5 Minuten das Signal, wir warten alle 5 Minuten, nichts passiert. Ey. Oh Mann, aber hier deine Informatik, also dein sozusagen Server für Informatik, das ist immer noch besser als meins. Hier, ich dachte so, ey, keine Informatik gibt's. Okay, mache ich gleich mal. Erster Tag. Excel? Okay. Ja, hatten wir auch. Wir hatten auch Excel, ey, so ein Scheiß. Und das machen die jetzt bereits immer noch. Und ich dachte, okay, vielleicht kommt nach Excel jetzt mal endlich programmiert. Hey, das machen wir PowerPoint. Und da. Wie, irgendwie, wo hast du dein Programmieren einfach so mal gegoogelt und oder wie? Ja, ich habe mir das jetzt mal vor einer Weile, ich habe einfach mich mal so hingesetzt, habe mir schon lange geguckt, wie programmiert man C++ oder sonst was. Ja. Da kann man ganz einfach lernen. Da gibt's so Tutorials. Ich habe übrigens die Challenge, die Stage geschafft. Yeah. Noch zwei, die Challenge. Ja, jede Challenge hat ja so eine bestimmte Anzahl von Stages. Die hat jetzt 16 und ich bin bei 14. Aber da ist ja immer ein Checkpoint dazwischen. Okay, dann ist es wahrscheinlich bei dir an der Schule genauso ein Scheiß wie bei mir. Alter, und da schreibt fast jede Stunde ein Test. Lol. Und über was? Warte mal, ich hab hier, glaube kann ich hier gleich mal vorlesen, Moment. Ey, das ist wirklich einfach nur dumm. Was sind Listen? Was sind Joker? Wichtige Funktionen in Excel. Und was genau soll ein Joker sein? Das sind Tabellenbearbeitung, also später brauche ich das ganz sicher, kann ich meine Tabelle erstellen, schreibe ich alles rein. Und falls ich mal nicht mehr weiß, wie man Hakelisation schreibt oder irgend so ein Scheiß, gebe ich einfach nur H und dann Sternchen, Sternchen, Sternchen rein. Und dann kommen alle Wörter abhaken. Wow, das ist ja die Hilfefunktion. Auswendig lernen. Ja, ich könnte auch ganz einfach nur in einen Ordner stellen und da ganz viele Textdokumente reinschreiben. Und dann müsste ich einfach nur sofort eingeben, soweit. Und es hätte die gleiche Funktion. Okay. Na, wie ist unser Lehrer immer so ein bisschen? Mir tun wir dem im Unterricht eh nichts machen. Ich würde es ja interessieren, wenn es ein bisschen cooler wäre oder so, aber... Ja. Und hier, ich habe ja nächstes Jahr, habe ich ja gar keinen Informatik mehr, da muss ich mir irgend so eine andere Scheiße aussuchen. Von drei Sachen, welche mich null interessieren. Was ist da zur Auswahl? Wirtschaft. Also das ist nicht richtig Wirtschaft, sondern irgend so etwas anderes. Ja. Dann, Werken oder sowas. Ja. Und dann noch, ja, ja, Sport, also was die Sporttrainer später mal wäre dafür. Aha. Und ich habe da wenig bis überhaupt keine Lust drauf, nur mir irgendwas aussuchen. Ich würde, wenn dann Werken machen wahrscheinlich.
Also was gibt's noch außer Werken und dem Sportlehrer Fuzzi? Hier. Wirtschaft. Achso. Ah, nee, hätte ich keinen Bock drauf. Ja. Aua. Ah, versteckte Kiste, geil. So, vorletzte Stage in der Challenge hier. Ach, hier ist einfach nicht noch genau erinnern. Ja, ja, komm. Habt ihr eigentlich Taschenrechner in eurer Schule? Ja. Weil wir haben so ein GTR, heißt der. GTA? GTR. So. Hat der, kann er so speichern und... Ja, der kann Funktionen speichern und Graphen und alles mögliche kann der. Also ist das ein Grafiktaschenrechner? Ja, sozusagen. Besser zu wollen, ich habe irgendwo einen billigen. Und wir dürfen keine Grafiktaschenrechner nutzen. Lol. Ich habe den Sprung gerade beim ersten Mal geschafft, wollte ich gerade sagen, und jetzt bin ich runtergeflogen. Fail. Hey, ich habe noch die erste Welt, wo ich je drauf gespielt habe. Also, der erste Server, wo ich je drauf gespielt habe, davon habe ich die Welt vom PC wiedergefunden. Aha. Ich fände es manchmal cool, wenn ich so irgendwas auf meinem PC hätte, wo ich schon lange nicht mehr davon gehört habe, oder halt, was cool ist halt, so. Sowas wie eine alte Welt oder sowas. Wenn man wieder mal aufmacht und dann guckt, hey, cool, ich bin runtergefallen. Hey, cool, was habe ich denn früher so alles gebaut? Au, was habe ich denn eigentlich gebaut? Och. Ich überlege gerade, habe ich überhaupt mal früher was im Singleplayer richtig gebaut? Ich habe früher fast nur Singleplayer gespielt. Ey, das war mal, da gibt's doch so einen Inventory-Editor, den man sich runterladen kann. Da kannte ich ja noch kein Too Many Items und so, ey. Hab ich voll stolz gefühlt, ich habe mir Diamanten cheaten können, ey. Naja. Boah, als ich gewusst habe, dass man auch Peach vorstellen kann, so dass es keine Monster gibt, da war ich stolz. Oh, naja, aber für mich reicht's heute. Ich mache die Stage beim nächsten Mal fertig. Also, ciao, Leute. Jo, ciao.